Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch zwei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung ein. Auf diesem Kanal werden wieder regelmäßige Horoskope hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Skorpion, in deiner komplexen Persönlichkeit steckt eine unglaublich sensible Seite, die zart und sehr verletzlich ist. Es ist wichtig, dass du jetzt vorsichtig bist, wenn du zu viel von dir preisgibst. Wenn du dich zu sehr öffnest, könntest du dir unwissentlich Ärger einhandeln. Andere können die Tiefe deiner Empfindsamkeit vielleicht nicht ganz erfassen, und Menschen mit einem starken und ungestümen Temperament könnten dir ungewollt emotionalen Schaden zufügen. Deshalb ist es wichtig, deine Gefühle zu schützen und gesunde Grenzen zu ziehen. Wenn du dich auf die Pflege deines Körpers konzentrierst, hat das sowohl innere als auch äußere Auswirkungen. Auch wenn du nicht unbedingt Wert auf äußere Bestätigung legst, können die positiven Kommentare, die du erhältst, dein Selbstwertgefühl stärken. Dein Hauptziel ist es, eine innere Harmonie zu kultivieren, die dein gesamtes Wohlbefinden steigert. Informiere dich über Themen wie ökologische Landwirtschaft und die Bemühungen deiner Gemeinde, solche Initiativen zu unterstützen. Dein Engagement und dein Beitrag zu diesen Themen wirken sich direkt auf dein Wohlbefinden aus. Denke über die Bedeutung dieser Themen in deinem Leben nach. Hüte dich vor deinen aggressiven Tendenzen, denn sie können zu Konflikten mit deinen Kollegen und sogar mit deinem Arbeitgeber führen. Es ist klüger, sich zurückhaltend zu verhalten, als diejenigen aktiv zu provozieren oder herauszufordern, die nicht aufnahmefähig oder positiv gestimmt sind. Die aktuelle Astralenergie gibt dir die Möglichkeit, die Tiefe deiner Beziehung zu überprüfen und festzustellen, ob sie gesund ist. Wenn du und dein Partner zufrieden seid und gemeinsam Fortschritte macht, ist das wunderbar. Wenn jedoch einer von euch beiden sich zurückhält oder es unterschwellige Probleme gibt, ist es wichtig, Ehrlichkeit und offene Kommunikation in den Vordergrund zu stellen. Überprüfe die Dynamik deiner Beziehung und stelle sicher, dass sie mit deinem persönlichen Wachstum und Wohlbefinden in Einklang steht. Wenn sich der Widderviertelmond mit Chiron verbindet und ein Quadrat zur Sonne bildet, wirst du dich vielleicht mit tiefen Wunden auseinandersetzen müssen, die Emotionen aufrühren und Schmerz in deinem Herzen wecken. Anstatt zu schmollen oder das Drama zu verinnerlichen, solltest du diese Energie nutzen, um dich durch Kunst auszudrücken. Kreative Ausdrucksformen können ein starkes Mittel zur Katharsis und Heilung sein. Denke daran, dass das Loslassen von emotionalen Verstimmungen Zeit und Mühe erfordert, es ist ein allmählicher Prozess und keine Transformation über Nacht. Skorpion, achte auf deine Sensibilität und schütze deine Gefühle im Umgang mit anderen. Nimm die Ergebnisse deiner Bemühungen um Selbstfürsorge an und suche nach innerer Harmonie. Achte auf deine aggressiven Tendenzen und entscheide dich für einen friedlicheren Ansatz. Beurteile die Gesundheit deiner aktuellen Beziehung und fördere eine offene Kommunikation. Schließlich kannst du deine Gefühle durch künstlerischen Ausdruck ausdrücken und dem Heilungsprozess erlauben, sich in seinem eigenen Tempo zu entfalten. Nun ziehen wir zwei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung ein. Die Hohepriesterin ist ein Symbol für Intuition und göttliches Wissen. Die Hohepriesterin ist die Hüterin der esoterischen Weisheit und steht für die tiefe Verbindung zwischen dem bewussten und dem unterbewussten Bereich. Ihre ruhige Präsenz und ihr geheimnisvoller Schleier laden uns ein, die Tiefen unserer eigenen Intuition zu erforschen und die verborgenen Wahrheiten anzuzapfen, die in uns liegen. Wenn die Hohepriesterin bei einer Lesung anwesend ist, erinnert sie uns sanft daran, unserer inneren Stimme zu vertrauen und die Kraft der Intuition zu nutzen. Heute ist ein Tag für tiefe Selbstbeobachtung, eine Zeit, in der du auf das Flüstern deiner Seele hörst und die Weisheit,
die aus deinem Inneren aufsteigt, erst. Die Hohepriesterin-Karte lädt dich dazu ein, auf den großen Wissensschatz zuzugreifen, der jenseits von Logik und Vernunft existiert. Lass dich von deiner Intuition leiten, denn sie ist der Schlüssel, um verborgene Wahrheiten zu entschlüsseln und dir den Weg zu zeigen, der mit deiner höchsten Bestimmung übereinstimmt. Heute ermutigen dich die Energien der Hohepriesterin dazu, das Geheimnisvolle und Unbekannte anzunehmen. Indem du dich den rätselhaften Kräften des Universums hingibst, kannst du ein tieferes Verständnis von dir selbst und der Welt um dich herum erlangen. Die Hohepriesterin-Karte erinnert uns daran, dass nicht alle Wahrheiten durch äußere Quellen gefunden werden können. Oft kommen die tiefgreifendsten Offenbarungen von innen. Nimm dir heute einen Moment Zeit, um deinen Geist zu beruhigen, die Einsamkeit zu suchen und dich mit deinem inneren Heiligtum der Weisheit zu verbinden. Die Turmkarte verkörpert die Kraft des unerwarteten Umbruchs, der alte Strukturen aufbricht und Raum für Transformation schafft. Das Bild des Turms zeigt einen Turm, der vom Blitz getroffen wird und symbolisiert die Zerstörung dessen, was uns nicht mehr dient, und das Entstehen eines neuen Anfangs. Wenn die Turmkarte in einer Deutung auftaucht, bedeutet das eine Zeit des plötzlichen Wandels, des Umbruchs und des Aufbrechens von etablierten Mustern. Heute ist ein Tag, an dem du die transformative Kraft des Loslassens nutzen kannst, um loszulassen, was nicht mehr mit deinem höchsten Gut in Einklang steht. Die Turmkarte lädt dich ein, dich von alten Glaubenssätzen, Gewohnheiten oder Situationen zu lösen, die dich stagnieren lassen. Lass dich auf den Abbau dessen ein, was deinem Wachstum nicht mehr dienlich ist, und vertraue darauf, dass aus den Trümmern neue Möglichkeiten und Grundlagen entstehen werden. Heute leiten dich die Energien der Turmkarte dazu an, den Prozess der Transformation und des Wiederaufbaus anzunehmen. Es mag sich unangenehm und chaotisch anfühlen, aber gerade in diesen Momenten der Zerstörung finden wir die Samen des Wachstums und das Potenzial für tiefgreifende Veränderungen. Erinnere dich daran, dass die Turmkarte für eine Zeit plötzlicher Veränderungen und das Potenzial für tiefgreifende Transformation steht. Lass dich auf diesen Prozess des Loslassens und der Erneuerung ein, denn du weißt, dass du aus der Asche stärker und weiser hervorgehen wirst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teile dieses Video gerne mit deinen Freunden und deiner Familie. Hinterlasse auch gerne einen Kommentar. Bis bald!